Oh mein Gott. Nein, Tego B. Was? Golem, Mega Ritter, Bowler? Was ist das denn? Hey Leute, wir machen heute mit der Serie weiter, in der ich eure Decks spielen muss. Und dieses Mal ist es so, dass ich keine einzige Karte im Deck verändern darf. Sprich, ich muss das Deck genauso spielen, wie es im Profil ist. Dazu werden wir das Ganze noch zum allerersten Mal im globalen Turnier machen. Auf dem Free-to-Play-Account, wir sollen auf jeden Fall auch hoffentlich die 12 Siege holen. Für die maximalen Bonusbelohnungen, da hätten wir genau eben die Juwelen für, um das Ganze zu holen. Und ich bin gespannt drauf, Ziel wären 15 Siege, das wird nicht einfach werden. Bin gespannt, dass wir verrückte Decks wieder bekommen. Und danke, dass ihr die Serie so feiert. Und wie immer, euch jetzt viel Spaß mit den Highlights. Buschmensch, nice. Buschmensch Ju, okay. Was? Golem, Mega Ritter, Bowler? Was ist das denn? Ey, ich feier's aber. Klappt das? Ey, genau für solche Decks machen wir die Serie. Okay, da bin ich jetzt echt gespannt. Ich darf nichts dran ändern, wie immer. Und wir legen los. Golem, Mega Ritter. Ja, jetzt gehen wir rein. Jetzt können wir rein, genau. Ah, nein, nicht der Packer, nicht der Packer, nicht der Packer. Aber wir kriegen einen Hit und es geht in Ordnung. Dafür ist noch ein Mega-Ritter dran. Ich zap jetzt hier noch, komm, ich riskiere es einfach. Und wir machen es halt zumindest mal Schaden. Das ist halt die einzige Möglichkeit, gefühlt. Wie wir irgendwie mal Schaden machen können, aber... Es war halt teuer gekauft. Wir haben halt dafür auch Schaden auf der anderen Seite bekommen. Das ist gut für uns. Komm. Jetzt muss der Bowler schön carryen. Macht er auch. Let's go. Richtig schöner Bowler hier. Jetzt bringen wir den Feuerball noch rein. War es ein schweres Match, WTF, wenn wir das gewinnen. Da weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann haben wir alles geschafft heute. Ja, da seht ihr euch die Verteidigung an. So muss das. Das war kacke, weil wir nicht getroffen haben. Jetzt müssen wir halt auch aufpassen, dass wir hier verteidigen können. Das war nicht so gut. Lieber, ich müsste eigentlich Feuerbälle vor allem cyclen, ne? Beginnen wir doch. Mach mal Druck hier. Ah, den Magier nicht getroffen, RIP. Wenn wir den getroffen hätten. Egal. Alles gut. Seppen wir. Alter, wir können das halt echt holen. Wir haben sau den Vorsprung. Das gibt's doch nicht. Das ist in Ordnung. Okay, da werden Feuergeister rauskommen, aber ist egal. Alter, die Verteidigung der Bowler ist krass. Der Border ist sowas von krass, WTF. Eismagier, das war's. Was war das denn? Wir gewinnen einfach gegen Pekka, Funky, Magier. Mit Golem Megaritter. Geil. Alter, was war das denn? Also zum Deck allgemein erstmal. Nochmal hier. Wir stehen jetzt erstmal 6-0. Geil. So, das schauen wir gerade mal. Was? Pekka Megaritter. Geil. Ich feiere es irgendwie, aber wo ist die Offensive? Ist die Offensive jetzt ein Pekka Megaritter Push? Nein, Tego B. Ja, so viel zum Matchup. Ich glaube, jetzt müssen wir erst recht Glück haben. Also, wer Tego B nicht kennt, der spielt, LOL. Gibt der auf? Sekunden. Gibt der auf? Nee. Hä, hey, war das ein Misclick von ihm? Ich komme mir so dämlich vor. Was ist das? Was? Er trifft, er trifft. Ach, ich dachte, er wird nicht treffen, egal. Das war nicht gut von mir. Nee. Wenn wir eine Offensive hätten. Wir bräuchten einfach nur eine offensive Karte, aber die haben diese offensive Karte halt nicht. Kacke. So, da droppen wir. Die Flugmaschine ist connected. Okay, reingehen. Letzte Chance jetzt hier. Komm, irgendwie. Ja. Er fällt, er fällt. Bitte, 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 bitte. Letzte Chance, als ob wir das jetzt noch gewinnen. Ich würde so feiern. Ja! Was? Willst du mich verarschen? Wir haben einfach Tego B geschlagen. Okay, klar, er hat am Anfang den Giftzauber daneben gehauen, aber komm, unser Deck war jetzt wirklich eigentlich nicht zu gebrauchen. Wenn wir den finden, das könnte aber sein, das könnte er sein, perfekt, da bist du. Okay, das ist interessant, das ist jetzt hier Golem, man kennt es, Riesenskelett,
Friedhof Frost. Normalerweise ist da der Giftzwort drin, aber das ist momentan wirklich ein Metadeck. Und ja, danke für die Follower. Das ist halt echt heftig, wie gesagt. Wir haben 530 Follower. Das ist unglaublich abnormal. Das ist auch, glaube ich, Rekord. Ich weiß es gar nicht. Könnte Rekord sein. Also vielen Dank nochmal. Lightning war krass, muss ich sagen. Der war echt gut. Ich habe jetzt gerade nichts mit Cycle, was ich machen kann. War das eigentlich? Ja. Ja. Ist in Ordnung. Was? Wie bitte? Nein. Okay. Ich gehe rein, komm, alles egal. Ich gehe jetzt einfach rein. Der Babytrache. Der Babytrache, nee, schade. Reicht das? Schaden? Nee. Egal, war trotzdem gut, glaube ich, da reinzugehen. Wir mussten reingehen. Okay. Alles in Ordnung. Wir hatten halt echt gerade einen riesen Fail, leider. Die Frage ist eher, was er jetzt hier mit dem Funky einstellen will. Egal, okay, ist in Ordnung. Sehr, sehr gut für uns. Das ist extrem gut für uns. Ach komm, da muss man mal schießen, war so klar, ne? Nice. Sollten wir defen können. Hoffe ich mal. Jetzt kann es kritisch werden. Ja! Was sind das für Spiele? Was sind das für Spiele einfach? Geil. Was ein geiler Stream. 22, glaube ich, ne? 22. War nicht optimal gespielt, keine Frage. Hätte ich echt gewinnen müssen, war mein Matchup. Ah, das gefällt mir nicht, sorry. Wir haben keinen großen Zauber. Wir haben zwei Magier. Nee, sorry, das ist, glaube ich, nicht gut für mich. Mal schauen, 22. Und ich kann den Königsriesen nicht bringen. So, nee. Nee, das kann nicht sein Ernst sein. Also es ist so. Es ist richtig, klar, aber es ist einfach. Nein. So was will ich halt einfach nicht sehen, ne? Okay, ist auch schlecht von mir, ich weiß. Rip. Oh mein Gott, war das schlecht. Was war das denn? Was macht er da? Okay, die Barbaren kommt ziemlich spät. Ist eigentlich noch in Ordnung für uns. Fand ich jetzt gar nicht mal so stark von ihm. Ein bisschen lang gebraucht vor allem. Jetzt ist es wieder, ja, wenn der Spam so weit langt, dass man nichts mehr machen kann. Das ist immer der Höhepunkt. Nice. Und wir liegen vom Schaden da hinten. Das ist echt ein Witz. Ich kann halt absolut... Wisst ihr, ich hab's gesagt, wir brauchen einen großen Zauber, dass wir jetzt gegen... Ausgerechnet jetzt gegen Doppelspawner spielen müssen. Also das ist echt... Das ist schon frech, ne? Das ist schon frech. Muss man echt so sagen. So, was machen wir jetzt? Die Frage. Er bringt über Bahn in den Magier. Okay. Das ist jetzt so die Entscheidung war von ihm. Er failt. Er failt. Komm. Er failt. Komm, bitte. Paradite mit Goblin Gang. Kann er da was machen? Als ob. Wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Nein, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Alter, wie ich ausraste. Wir haben leider keinen direkten Zauber dagegen. Aber wir haben eine sehr gute Chance jetzt. Er haut hier einen Feuerball drauf. Das war nicht gut, weil der Magier trotzdem überlebt. Das können wir voll rein spammen. Kababahnfass ist wieder gut, aber er hat Kababahnfass mehr jetzt. Also wir können wieder voll rein spammen. Wir haben einfach gegen Doppelspawner gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Safe. Wir haben gewonnen. Ich fasse es nicht. Geil. Was ist das? Das tut schon gut gegen Doppelspawner. Schöner Block. Der ist aber auf der falschen Seite. Ich kann kotzen, wenn ich das sehe. Ich hasse sowas hier. Können wir nichts machen, müssen wir das hier so deffen. Das tut weh. Das können wir nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann einfach nichts machen. Ihr seht es hier. Ich könnte jetzt aber mal sowas hier versuchen. Er failt. Nee, er failt nicht. Ich schwer Kobolde Carry. Nee, ich sag's doch. Da, seitlich. Trotzdem war es ziemlich gefailt, ihr habt gesehen, ne? Das war nicht so stark.
Wir müssen noch Drachenbaby setzen, das bringt gar nichts, aber es war ziemlich gefällt von ihm trotz allem, sehr schön. So, jetzt Megalocker nach hinten. Das ist gut für uns. Was? Was für ein Poison? WTF. Jetzt will das wissen. Jetzt will das wissen, so. Oh mein Gott, was ist das denn? Der Elektromagnet stirbt, glaube ich, trotzdem weg, egal. Ne, nicht egal, aber bringt nichts. Ich muss jetzt halt hier mit zurechtkommen. Drachenbaby auch sehr schön. Haben wir gewonnen? Reicht das? Ja, es reicht! Sorry für die Reaktion. Es war nicht so schlau. Da laufen wir die 3 M jetzt rein, natürlich. Er failed? Ich fehle. Ich hatte ihn gehabt, ey. Nein! Wir hatten ihn. Ich war zu offensiv. Kack. Ja, das kann ich nichts mehr machen. Jetzt kann immer wieder diese 3 Musketieren kommen. Okay, ich muss irgendwie. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen kann. Ich hatte ihn eigentlich. Es war nicht gut gespielt von ihm, ich weiß es. Oh, wie konnte ich das denn noch so verkacken? Ich check's nicht. Tut gerade echt weh. RIP. Ach komm, als ob der noch wegsterben muss, egal. Penis mit Ballon rein. Ja, das bringt nichts. Das tut so weh. Er hat gerade eben sogar falsch gesplittet, ne? Also die beiden auf eine Seite gebracht. Zählt euch's an, das ist so RIP. Das tut dermaßen weh gerade. Oh, ich bin das so schlecht. Ich könnte es echt gut gewinnen, aber okay, jetzt hat er gewonnen. GG, schade. Oh, es ärgert mich. Wenn wir richtig gescheit defensiv am Ende gespielt hätten, nicht so offensiv reingegangen wären. Mal schauen. Jetzt können wir auf der anderen Seite Druck machen wieder. Das war vielleicht ein Fehler von ihm, jetzt können wir hier voll reingehen. Barbaren muss gleich kommen, der hat den nächsten Ofen, war stark von ihm dann wieder. Ich dachte, er hat den Ofen nicht bereit. Jetzt hat er hier Barbaren. Megalaka ist zumindest nicht dran, sehr schön. Bahn fast kommt. Und sitzt auch. Jetzt können wir wieder aggressiv reingehen. Am besten jetzt direkt den nächsten Schweinereiter reinbringen. Sehr schön. Fledermäuse. Machen die immer wieder aggressiv Druck und jetzt könnten wir ihn outcycled haben. Wir sind dran. Wir sind dran. Das sind 2 Hits wieder gewesen. Der Megalakai steht fast weg. Ich ziehe direkt einen Holzfäller drauf. Bahn fast jetzt hier drauf. Das Ganze ganz arg aufpassen jetzt hier. Bahn fast trifft nicht. Ich habe reingefailt. Nicht optimal. Es geht noch so halbwegs. Für einen Reiter wird ein Wutzauber kurz sein. Der wird wahrscheinlich jetzt der nächste Ofen kommen. Ja. Der Bahn fast nicht ganz getroffen gerade. Es tut immer noch weh. Dass ich das optimal getroffen hätte, wäre es wichtig gewesen. Noch ein Megalakai. Okay. Holzfäller zum Blocken. Wichtig. Genau. Hier direkt Skelette rein. Hier Fledermäuse rein. Das war ein Fehler von ihm. Das war zu aggressiv. Jetzt können wir direkt einen Schweinereiter reinbringen. Könnten wir jetzt haben. Angst. Ich glaube, er hat einen Ofen jetzt hier bereit. Oh, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Schneeball drauf. Was? Er hat verloren. Ich fass es nicht. Gegen Friedhof? Oh, das war schwierig. Das ist in Ordnung. Okay, das ist aber auch wieder schwierig. Ah, viel besser ist. Also, viel besser ist es auch nicht, aber es ist zumindest machbar. Ist was anderes. Okay, so, los geht's. Ja. Ist in Ordnung, aber an sich ist es halt Königskrise. Davon halte ich nicht so viel von dem Matchup. Mal schauen. Oh mein Gott, ich hab... Was? Ich hab das Holz gedodged. Ich hab das Holz gedodged. Ich wollte genau das. Durch den Klon. Was? Wie krank. Durch diesen Klon ist das Skelett fast eine Sekunde länger in der Luft geblieben. Und das Barbaren fast ist einfach weggegangen. Das gibt's doch gar nicht. Also es war gerade voller Absicht. Wie gesagt, es war voller Absicht. Ich dachte erst, es wird komplett abräumen. Dann dachte ich halt, wenn ich klone, dann dodge ich einfach. Also dass es geht, wusste ich gar nicht. Das ist ja übel der Pro-Tipp. Das gibt's doch gar nicht. Ich meine, eigentlich ist es halt auch dumm zu klonen, ne? Ich meine, wir klonen ja in Barbaren fast rein. Aber wie gesagt, es hält es kurz an. Und dadurch ist es ja komplett krank. Das ist ja übel der Pro-Tipp. Aber übel. Okay, das heißt nur noch deffen. 40 Sekunden.
Sollten wir eigentlich echt schaffen können. Mal schauen. Nächste Hexe. Das sieht gut aus. Die Hexe ist richtig krass defensiv jetzt hier. Der Bahnfass. Der muss... Ah, ich hab gefailed. Oh mein Gott, nein, jetzt nicht fail. Jonas, was ist das? Ist egal. Der hat verloren. Ich fass es nicht. Zu geil. WTF, was ist das denn? Der durch den Push nochmal an. Oh mein Gott. Alter. Klonzauber Riesenskelett und wir haben den nächsten Sieg. Und so krank. Wir haben einfach das Skelett fast gedodged. Dass sowas überhaupt geht. Das war einfach. Geil. Das heißt, wir haben den 29. Sieg. So. Insgesamt, wir haben einfach 29 Siege geschafft. Nur mit euren Decks. Das ist so dermaßen heftig. Ich verstehe echt nicht, wie wir so viele Siege schaffen können. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt hier zu den Truhen. 6 Stück sind es insgesamt. Los geht's. Und wir ziehen erstmal eine legendäre Truhe. So. Nachwechseln, okay. Wir sehen hier auf dem Free-to-Play-Account. Also am besten irgendwas für Friedhof. Am Eismagier wäre sehr gut zum Beispiel. Oder halt Grabstein bräuchte ich auch noch. Barbarenfass ist auch sehr gut. Oder Prinz, optimal, brauchen wir auch. Komm. Grabstein, mega war kein nicht. Grabstein, sehr schön. Hier noch vielleicht? Ich weiß gar nicht, was wir brauchen. Barbarenfass höchstens. Ne, egal. Okay, auf Gold ohne Riesentruhe, so. Bunker Prinz, sehr schön. Goldgang und Heilung. So. Magietruhe, dann kommen wir noch am Ende zur legendären Königstruhe. Kriegen leider keine Legendary, egal. Koboldriese. 5000 Gold und kommen jetzt noch zur legendären Königstruhe. Mal schauen. Eisgeist oder Feuergeister? Eisgeist. Oh, Mauerbrecher von mir aus, egal. Ja, die Kobold-Gang, die kann man besser spenden. Eisgolem ist sehr schön für einen Friedhofsspieler. Eher Kanonenkarre. Golem. So, und jetzt am besten Eismagier. Auf geht's. Ist in Ordnung, Kampfholz kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Haben wir noch die legendäre Tauschmarke und ich würde sagen, es war eine unglaubliche Folge. Wir haben auch einen neuen Follower-Rekord mit über 600 Followern in einem Stream. Also vielen Dank für den ganzen Support, könnt gerne noch im Abspann vorbeischauen. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.